Da kam man im Apparat mit Herrn Hans Herbert von Rudersdorf, hätte ich gern gesprochen, bitte. Herr ist am Telefon, guten Morgen. Schönen guten Morgen, schön, dass ich persönlich erreichen konnte, Herr von Rudersdorf, Hartmann mein Name. Ja. Grund meines Anrufes ist, es geht hierbei um Ihre Daten, die sollen hier vom Gewinnspiel gelöscht werden, ist das richtig? Vom Gewinnspiel? Ganz genau. Ihre ja. Daten sind ja da eingetragen. Ja, das können Sie gerne machen. Ja, Ihre Daten sind ja hier eingetragen, sollen jetzt gelöscht werden. Auch der Gewinnspielvertrag von 12 Monaten 89 Euro monatlich, nee. Der wird hier gekündigt und der wird hier gelöscht, ja. Das ist gut, und ne? Das wird dann oder? Auf die natürlich. Und der wird dann auch auf die gesetzliche Mindestlaufzeit für 3 Monate 49,50 Euro runtergesetzt, ja. Und diese 3 Monate müssen diesmal auch nicht selber kündigen, das werde ich dann auch direkt von hier aus für Sie machen. Junger Mann. Danach werden auch Ihre Daten... Können Sie ein bisschen langsamer sprechen? Ich kann nicht mehr gut hören. Ach so, Entschuldigung, natürlich doch. Ja, natürlich danke. Doch. Ich habe gemeint, dass ich habe gesagt, die 3 Monate werden dann auch nochmal hier gelöscht, ja, und gekündigt. Dann müssen Sie auch nichts mehr bezahlen. Dann sind Sie auch komplett raus aus der Sache. Danach werden auch Ihre Daten hier aus dem System gelöscht und Sie werden auch nicht mehr angerufen, Herr von Rudersdorf. Gar nicht mehr? Und Sie bekommen. Ganz genau. Und Sie bekommen auch, Sie bekommen auch alle Unterlagen schwarz auf weiß an Ihre Adresse zugesendet bis aber nächste Woche Mittwoch. Ich habe doch die Telefonrechnung aber bezahlt. Warum wollen Sie mir denn jetzt den Anschluss kündigen? Nein, nicht den Anschluss kündigen. Da haben Sie was falsch verstanden. Nein. Das Gewinnspiel wird gekündigt, Herr von Rudersdorf. Ach so. Sie können das mal weiter telefonieren. Weil Sie gerade gesagt haben, ich kann nicht mehr angerufen werden. Nein, Sie werden von uns nicht mehr angerufen. Ach so. Für Gewinnspiele werden Sie nicht mehr angerufen. Verstehen Sie? Ach, jetzt habe ich es verstanden. Oh Mann, das ist peinlich. Also tut mir leid. Alles gut, ja. Da kein Problem. Ich bin mir da, um Sie richtig aufzuklären, ja? Ja. Herr von Rudersdorf, das heißt, Ihr Gewinnspiel wird hier gekündigt, das wird hier gelöscht, damit Sie auch nicht mehr eingetragen werden können. Die Daten, die hier eingetragen sind, die werden hier alle gelöscht, ja. Die Hasen? Und Sie bekommen auch alles. Die Daten. Die Daten, ganz genau, Ihre Daten, die werden hier gelöscht, die hier eingetragen sind. Sie bekommen auch alles schriftlich an Ihre Adresse zugesendet, ja. Das ist gut. Die Adresse ist ja die Klopstockstraße 126 in 95445 in Bayreuth, ne? Ne, das schon länger nicht mehr. Wie bitte? Schon länger nicht mehr. Nachdem meine Frau gestorben ist, bin ich umgezogen. Ach so, haben Sie eine neue Adresse? Weil Sie bekommen ja auch Post von uns. Ja, ich habe eine neue Anschrift. Ja, können Sie mir die mal bitte geben? Ja, das ist... Sie bekommen ja auch Post. Bitte? Sie bekommen ja auch Post, deswegen die neue Adresse, bitte. Ja, das ist 91448. Einen Moment, bitte. 91448, ja. Ja, das ist die Postleitzahl. Und die Anschrift ist im Prinzip Alt-Schauerberg, das ist ein Wort. Einen Moment, ganz kurz. Bitte? Alt Schauerberg, ja? Ja, Nummer 8. Nummer 8 und der Ort ist? Emskirchen? Ja, wie die Kirche und wie die Ems, wie der Fluss, ne? Kirche mit SCH oder nur mit CH? Ne, wie wie die Kirche im Prinzip. Ne? Also mit CH, nicht mit SCH. Wie die Kirche, ne? Emskirchen. Genau. Emskirchen. Genau, Emskirchen, ne? Mhm. Mädelleute. Und Sie sind geboren am 4.9.1951, ne? Korrekt. Die Sparkasse Zwickau, die IBAN, das ist die DE 9487 0550 0023 5505
1081, ja? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was soll ich machen? Also von der Sparkasse, von Ihrer Bank, die Sparkasse Zwickau, die IBAN. Ja. Das ist die DE 94 8705 5023 5505 1081, ja? Soll ich jetzt Ja sagen? Also das ist Ihre IBAN, oder? Wenn es Ihre IBAN ist, weiß ich nicht, schon bestätigt. Weiß ich nicht auswendig. Das soll ja auch gelöscht werden. Da haben Sie, glaube ich, die Bankkarte von der Sparkasse. Oh, da muss ich gerade mal eben gucken. Das kriegen wir aber hin. Ja, bitte, bitte, machen Sie das mal. Damit wir das vergleichen können, damit auch alles richtig gelöscht werden kann hier. Damit es richtig gelöscht werden kann, ja. Löschen Sie es doch einfach, dann ist es weg. Damit auch die richtigen Daten hier gelöscht werden, Herr von Rudersdorf. Ja, ja, ja. Sehen Sie? Ja, gerne, können Sie gerne löschen, da habe ich nichts dagegen. Da können Sie mir, Herr Rudersdorf, wir müssen doch erstmal auch alles abgleichen, damit auch alles richtig gelöscht werden kann. Ich kann ja nicht wissen, ob es wirklich Ihre IBAN ist. Vielleicht haben Sie ja auch gewechselt wie Ihre Adresse. Ihre Adresse war ja auch nicht mehr aktuell. Ja, da kann ich ja nichts dafür, wenn das nicht gepflegt wird in der Datenbank. Ne? Von welcher Firma rufen Sie denn überhaupt an? Von 6 aus 49, Herr Rudersdorf. Es geht doch um Engie. So heißt die Firma? Gelöscht werden, Herr Freund Rudersdorf. Ja. Jokercard. Bitte? Herr Rudersdorf. Also Herr Rudersdorf, schauen Sie mal, wollen Sie hier, dass die Daten gelöscht werden? Soll ich Ihnen hier helfen oder wollen Sie jetzt hier andauernd hier mit mir so einfach nur so ein Gespräch führen? Ich habe gar nicht die ganze Zeit Zeit hier. Na, Sie sind doch vom Kundendienst. Ja, natürlich, ich versuche Ihnen auch zu helfen, aber Sie verstehen Sie ja, reden andauernd, das ist das Wichtige und ich muss ja auch alles abgleichen. Das ist doch klar, ja, dass wir das abgleichen haben müssen. Wir doch gemacht. Das haben wir doch gemacht. Ja. Ja, die IBAN von der Bank haben wir noch nicht gemacht. Alles andere ist schon noch richtig, aber die IBAN von der Bank, Sparkasse Zwickau, die DE 94 8705 am Anfang und die 051081 am Ende. Das müssen wir auch noch abgleichen. Ja, das kann ich, habe die Karte jetzt vorliegen. Ich kann das bestätigen. 51081 am Ende, ne? Ganz genau, das ist schon richtig. Okay, dann ist ja alles klar. Ja. Herr Rudersdorf, ich werde jetzt auch zu Ihrer Sicherheit eine ganz kurze Aufzeichnung machen. Ja. Gut. Damit auch die 12 Monate hier gelöscht werden, damit Sie auch die Unterlagen bekommen für die 3 Monate, ja? Bei der Aufzeichnung werde ich auch sagen, dass das zu Ihrer Sicherheit aufgezeichnet wird, dass Sie auch mit meinem Beratungsgespräch einverstanden waren. Das und Arztgespräch. Auch das mit den Daten. Was? Das Arztgespräch? Entschuldigung, Sie sprechen so schnell. Ich habe ein Hörgerät, ich höre, ich habe noch 5% Hörvermögen. Entschuldigung, das tut mir sehr leid. Bitte? Ich habe es schon wieder vergessen, ja. Ist das Beratungsgespräch, was wir zusammen geführt haben, ja. Was wir zusammen geführt haben, ja, und da auch, ich werde auch sagen, dass mit dem Datenschutz und Verarbeitung Ihrer Daten, das heißt, dass Ihre Daten gelöscht werden und dass Sie auch bei uns registriert und gespeichert werden für die 3 Monate und dass Sie auch die Unterlagen bekommen, das alles beantworten Sie bitte erstmal mit Ja. Gut. Und wenn ich nach dem Geburtsdatum frage, dann bitte einmal das Geburtsdatum bitte selber durchgeben, Herr von Rudersdorf. Ja. Und einmal von der Sparkasse Zwickau die IBAN bitte noch einmal selber durchgeben. Das dann kriegen wir auch hin. Alles mit DI und das mit DI bitte anfangen, danach diese 20 Zahlen bitte einzeln durchsagen, okay? Verstanden. Okay, vielen lieben Dank. Da fange ich jetzt auch mit der Aufzeichnung an. Da sind wir auch in 2 Minuten mit alles fertig. Danach bekommen Sie auch die Unterlagen und die Daten werden hier gelöscht, okay? Ich habe kein Wort verstanden. Ich fange jetzt sofort mit der Aufzeichnung an, damit Sie auch die Unterlagen bekommen und damit auch die Daten gelöscht werden können, okay? Gut. Okay, danke schön. Los geht's. Schönen guten Tag, Herr Hans-Herbert von Rudersdorf. Mein Name ist Kevin Hartmann von der Jokercard Kundenberatung. Das ist der angekündigte Qualitätsvertragsbestätigungsanruf. Sie hatten ein Gespräch mit einem unseren externen Mitarbeiter am 6.3.2024. Das Serviceanruf wurde Ihnen angekündigt. Wir werden Ihr Einverständnis vorausgesetzt, den Anruf zu Ihrer Sicherheit aufzeichnen. Sind Sie einverstanden, Herr von Rudersdorf? Tut mir, das war viel zu schnell. Was war mit dem Mitarbeiter? Ich habe doch mit Ihnen gesprochen. Also,
Ja, das bin ich doch, der Mitarbeiter. Das bin ich ja, doch. Man ich spricht, Sie haben ja von sich selber in der dritten Person gesprochen. Das hat mich jetzt gerade da ein bisschen verwirrt. Also schauen Sie mal, Herr von Gutersdorf, schauen Sie mal bitte. Ich bitte Sie. Ja. Ich bitte Sie. Hören Sie mir bitte einfach ganz genau zu. Ich mache das schon langsam genug extra für Sie, damit hier auch alles richtig bearbeitet werden kann. Ja. Aber bei der Aufzeichnung... Es ist auch sehr nett von Ihnen, dass Sie so geduldig sind. Ne? Da bin ich Ihnen sehr dankbar. Vielen lieben Dank, Herr von Rudersdorf. Dankeschön. Aber bei der Aufzeichnung bitte, Herr von Rudersdorf, bitte bei der Aufzeichnung nicht dazwischen sprechen, auch keine Fragen stellen. Einfach nur alles mit Ja beantworten und die Daten durchgeben, die Geburtsdatum und die IBAN von der Bank. Da sind wir auch in 2 Minuten mit alles fertig, okay? Ja. So, ich beginne jetzt nochmal von vorne. Ich mache es jetzt extra langsamer für Sie. Bitte nicht dazwischen sprechen, einfach nur mit Ja beantworten, okay? Verstanden. Dankeschön, los geht's. Schönen guten Tag, Herr Hans, Herbert von Rudersdorf. Mein Name ist Kevin Hartmann von der Jogocard Kundenberatung. Das ist der angekündigte Qualitätsvertragsbestätigungsanruf. Sie hatten ein Gespräch mit einem unserer externen Mitarbeiter am 6.3.2024. Der Serviceanruf wurde Ihnen angekündigt. Wir werden Ihr Einverständnis vorausgesetzt, den Anruf zu Ihrer Sicherheit aufzeichnen. Sind Sie einverstanden, Herr von Rudersdorf? Ja, ich bin damit einverstanden. Dankeschön. Waren Sie mit dem vorherigen Beratungsgespräch des Mitarbeiters einverstanden, Herr von Rudersdorf? Ja, das war ich. Dankeschön. Hat der Mitarbeiter Sie umfassend über den Datenschutz und die Verarbeitung Ihrer Daten aufgeklärt, Herr von Rudersdorf? Ja, das hat er. Das hat er gemacht. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Hiermit wünsche ich ausdrücklich, dass der Servicemitarbeiter mich meinem angegebenen Datenschutz gerade registriert, Herr von Rudersdorf? Nee, gelöscht. Also, Herr Rudersdorf, Sie werden doch auch bei uns registriert und gespeichert, damit auch, wir müssen ja auch erstmal alles registrieren und speichern, damit wir auch alles löschen, damit wir das auch nachweisen können. Ja, aber das ist doch da. Sie haben doch gesagt, es wird gelöscht. Nicht, dass ich jetzt wieder was Neues abschließe. Herr von Rudersdorf, nein, Herr Rudersdorf, nein. Das stimmt doch gar nicht. Ich habe doch extra gesagt, dass Sie hier registriert und gespeichert werden. Deshalb, ich habe es doch extra vor der Aufzeichnung nochmal alles aufgeklärt. Herr von Rudersdorf, wieso machen Sie sowas? Also wir wären schon längst fertig mit dem allem und Ihre Daten wären schon längst raus aus dem System. Aber wenn Sie so machen, Herr Rudersdorf, da kommen wir nicht weiter. Da muss ich eintragen, dass man mit Ihnen nicht zusammenarbeiten kann. Dann bekommen Sie halt den Vertrag für 12 Monate, 89 Euro im Monat ist zugesendet. Dann müssen Sie das auch bezahlen. Das möchten Sie doch nicht, oder? Nee, das will ich ja nicht. Na also, dann lassen Sie mich doch mal bitte meine Arbeit machen und antworten doch einfach alles mit Ja. Da sind wir auch in 2 Minuten fertig, Herr von Rudersdorf. Ja, aber da wurde ja auch gefragt, war nach Datenschutz. Dazu haben Sie aber gar nichts gesagt. Sie erwähnen da Sachen, über die wir gar nicht gesprochen haben. Natürlich habe ich das gesagt. Ich habe doch gesagt, hat der Mitarbeiter Sie umfassend über den Datenschutz und die Verarbeitung Ihrer Daten aufgeklärt. Da haben Sie sogar geantwortet, ja, das hat er. Ja, weil Sie das von mir verlangt haben, aber Sie haben mir nur gesagt, es wird gelöscht. Also, Herr von Rudersdorf, also machen Sie das extra? Bitte? Herr von Rudersdorf, machen Sie das extra jetzt? Nachfrage, natürlich, wenn mich was interessiert oder ich was nicht verstehe, dann muss ich doch fragen. Nein, ich meine nicht die Nachfrage. Mir kommt das vor, als ob Sie mich nur hier aufhalten wollen und dass Sie mich einfach nur so hier... Das ist aber. Sie verarschen wollen am Telefon. Sie haben mal mein Geburtsdatum angeschaut, ne? Wenn ich was nicht verstehe mit diesen ganzen Sachen, dann muss ich doch fragen. Herr von Rudersdorf, bei der Aufzeichnung sollen Sie nicht fragen und auch nicht dazwischen sprechen. Na gut. Einfach nur mit Ja beantworten. Es geht doch darum, dass Ihre Daten gelöscht werden. Es geht darum, was ich Ihnen alles erklärt habe und beraten habe die ganze Zeit, Herr von Rudersdorf. Gut, dann lassen Sie uns, ich muss bald zum Arzt, dann lassen Sie uns das mal fertig machen, ne? Okay, ich bitte Sie nicht mehr dazwischen sprechen, auch keine Fragen stellen. Einfach nur mit Ja beantworten, dann sind wir in 2 Minuten mit alles fertig. Gut. Danach können Sie auch zu mir in Arzttermin gehen, okay? Ja. So, vielen lieben Dank, Herr von Rudersdorf. Dankeschön. Wir gehen jetzt, los geht's. Danke gleichfalls. Vielen guten Tag, Herr Hans Hubert von Rudersdorf. Mein Name ist Kevin Hartmann von der Jogocard Kundenberatung. Das ist der angekündigte Qualitätsvertragsbestätigungsanruf. Sie hatten ein Gespräch mit einem unserer externen Mitarbeiter am 6.3.2024. Der Serviceanruf wurde Ihnen angekündigt. Wir werden Ihr Einverständnis rausgesetzt, den Anruf zu Ihrer Sicherheit aufzeichnen. Sind Sie einverstanden, Herr von Rudersdorf? Ja. Dankeschön. Waren Sie mit dem vorherigen Beratungsgespräch des Mitarbeiters einverstanden, Herr von Rudersdorf?
Ja. Dankeschön. Hat der Mitarbeiter Sie umfassend über den Datenschutz und die Verarbeitung Ihrer Daten aufgeklärt, Herr von Rudersdorf? Ja. Dankeschön. Hiermit wünsche ich ausdrücklich, dass der Servicemitarbeiter mich meinem angegebenen Datenschutzgrad registriert, Herr von Rudersdorf. Ja. Dankeschön. Dann fasse ich gerne alles kurz, wie Sie zusammen Ihre Daten, die uns angegeben haben, werden zur Transferung gespeichert. Haben Sie das auch so verstanden, Herr von Rudersdorf? Ja. Dankeschön. Sie heißen Herr Hans Herbert von Rudersdorf, wohnhaft Altschauerberg 8 mit der Postleitzahl 91448, Ort Emskirchen. Ja. Wann sind Sie geboren, Herr von Rudersdorf? 8. Mai 1945. Ein Moment, ganz kurz. 8. Mai 1945? Jawohl. Ein Moment, ganz kurz. Ja. Das muss ich ganz kurz nochmal stoppen. Ich muss jetzt nochmal von vorne beginnen, weil wir haben hier gerade eine Systemstörung gehabt am Computer. So, jetzt geht's wieder. Kann Sie auch noch hören. Die Verbindung ist noch da. Das hängt manchmal, ja. Nee, der Computer hat gerade gesponnen, deswegen. Ach so, ja, die Höllengeräte, ne? Aber was wäre man ohne die Dinger heute? Ja, ganz genau. Ganz genau so ist es. So, ich muss jetzt nochmal von vorne anfangen, tut mir leid, aber alles los geht's. Alles gut, das muss ja alles richtig sein, ne? Ganz genau. So, ich beginne jetzt, los geht's. Schönen guten Tag, Herr Hans Herbert von Rudersdorf. Mein Name ist Kevin Hartmann von der Bürokrat Kundenberatung. Das ist der angekündigte Qualitätsvertragsbestätigungsanruf. Sie hatten ein Gespräch mit einem externen Mitarbeiter am 6.3.2024. Der Serviceanruf. Einen Moment, ganz kurz. Ach, mein Gott. Bitte? Los. Nee, alles gut. Los geht's. Ich fange jetzt nochmal von vorne an. Schönen guten Tag, Herr Hans Herbert von Rudersdorf. Mein Name ist Kevin Hartmann von Jürgokrat Kundenberatung. Das ist der angekündigte Qualitätsstraßbestätigungsanruf. Sie hatten ein Gespräch mit einem externen Mitarbeiter am 6.3.2024. Der Serviceanruf wurde Ihnen angekündigt. Wir werden Ihr Einverständnis vorausgesetzt, den Anruf zu Ihrer Sicherheit aufzeichnen. Sind Sie einverstanden, Herr von Rudersdorf? Ja. Dankeschön. Waren Sie mit dem vorherigen Beratungsgespräch des Mitarbeiters einverstanden, Herr von Rudersdorf? Ja. Dankeschön. Hat der Mitarbeiter Sie umfassend über den Datenschutz und die Verarbeitung Ihrer Daten aufgeklärt, Herr von Rudersdorf? Ja. Dankeschön. Hiermit wünsche ich ausdrücklich, dass der Servicemitarbeiter mich meinem angegebenen Datenschutzgrad registriert, Herr von Rudersdorf? Ja. Dankeschön. Dann fasse ich gerne alles kurz, wie Sie zusammen Ihre Daten, die Sie uns angegeben haben, werden zur Transferung gespeichert. Haben Sie das auch so verstanden, Herr von Rudersdorf? Habe ich. Dankeschön. Sie heißen Herr Hans Herbert von Rudersdorf, wohnhaft Altschauerberg 8 mit der Postleitzahl 91448, Ort Emskirchen. Wann sind Sie geboren, Herr von Rudersdorf? 8. Mai 1945. Vielen lieben Dank, Herr von Rudersdorf. Angebotsstückkarte erhalten Sie 49,50 €. Monatsabbeitrag wird zum Monatsende angefordert. Alle gewonnenen Rabatte werden überwiesen. 10 € nächste 3 Monate. Ich finde, dann möchte bereits bleiben. Bitte nennen Sie mir noch einmal Ihre Bankverbindung. Fangen wir mit der IBAN an, sowie dazugehörige Bankname. Die IBAN bitte mit DI beginnen, Herr von Rudersdorf. Ja, das ist Sparkasse Zwickau Dora Emil 9487055000023. Du dreckiger, mieser Telefonbetrüger, ich hab dich 20 Minuten verarscht. Du, was hältst du davon? Du Stück Scheiße, du Dummes. Das wird jetzt halt sofort angezeigt, der Herr von Rudersdorf. Du bist live auf YouTube, du Trottel. Wir haben dich schon wieder verarscht. Scheiß Betrüger, pack. Geil, dafür komme ich jetzt zu spät zur Arbeit, aber das war es mir wert. Das sind immer noch die Geilsten, wie die sich so aufregen, wenn man diese Aufnahmen versaut. Geile Sache.